Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Wir stehen nun am Wochenstart für den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es geht nach Düsseldorf zur Fortuna, den aktuellen Tabellenzweiten. Aachen aktuell auf Tabellenplatz 6, aber es ist ja erst ein Spieltag vorbei und da kann sich noch einiges ändern. Als erstes gehen wir in die medizinische Abteilung. Guendouzi hat noch eine Erkältung einen Tag lang, daher nochmal ein Gespräch mit ihm. Auch Lanzana laboriert noch an seinem Hexenschuss 4 Tage lang. Ich hoffe natürlich, er wird wieder einsatzfähig sein gegen Düsseldorf. Kommen wir nun zu dem Hauptthema heute. Wir wollen nochmal versuchen, ein, zwei Spieler zu verpflichten, den Kader nochmal etwas zu verbessern. Ein Innenverteidiger für die erste Mannschaft wird gesucht und da sticht mir sofort Jean-Claire Todibaud ins Auge. 25 Jahre alt, von Chelsea, 11,2 die Stärke, 1,90 Meter groß. Und ich denke, ja, alleine von den Fähigkeiten her, er ist schnell, antrittsstark, robust, er kann gut die Manndeckung, die Schusskraft und den Zweikampf, ist er ein Mann für die Elf von Aachen. Und wir könnten dann Mertschetin abgeben, der ja eh schon den Verein unter Umständen verlassen könnte. Angebote kamen ja schon hinein, leider noch nicht in der Höhe, wo wir gesagt haben, wir schlagen zu. Wir suchen das Gespräch mit Todibaud und mit Chelsea natürlich, hoffen, dass sie nicht zu hohe Ansprüche haben. Sein Marktwert liegt bei 17 Millionen. Auch habe ich mir nochmal Gedanken für die zweite gemacht und natürlich auch für die erste Mannschaft. Junge Spieler für die Position linker Außenverteidiger wird gesucht. Leider gibt es nur Anas Salah-Edin, 9,3 die Stärke, aber von Ajax Amsterdam mit einem Marktwert von 5,5 Millionen denke ich mal nicht zu teuer. Hier werden wir auch das Vertragsgespräch suchen und versuchen ihn zu verpflichten. Auch nochmal auf der Position defensiver Mittelfeldspieler habe ich mir einen Spieler ausgesucht und zwar Rudi Urea von Sturm Graz. Auch er kostet, da hat einen Marktwert von 5,5 Millionen, 9,3 ebenso die Stärke. 22 Jahre alt, wir wissen leider noch nichts über seine Fähigkeiten, aber wir hoffen auf das Beste. Auch bei ihm werden wir Gespräche führen und schauen, dass wir ihn für die zweite Mannschaft verpflichten können. Gehen wir nun rein in die Wochenplanung. Keine Veränderungen, keine Anträge von unseren Verwaltungen, das ist gut. Gehen wir rein ins Training. Dort werden wir ein individuelles Training machen diese Woche. Am Freitag aber nochmal die Freistöße trainieren und am Donnerstag die Zweikampftrainingseinheit, um uns nochmal besser auf Düsseldorf einstellen zu können. So geht's rein. Die Intensität wird aber wieder runtergeschraubt. Wir wollen natürlich nicht zu intensiv trainieren. 92 Konditionen aktuell, 95 Frische sind schon gute Werte, aber die sollten auch erhalten bleiben. Los geht's in die Woche. Zuerst das Gespräch mit Guendouzi. Er freut sich über den Besuch. Sehr schön. Dann nochmal das Gespräch mit Lanzana. Auch er freut sich über den Besuch. Und dann kommen wir zu einer Transferanfrage. Port Vale würde gerne Leon Gedicke verpflichten. Das lehnen wir aber ab. 600.000 Ablöse ist mir zu wenig. Er hat einen Marktwert von 1 Million, ist 23 Jahre alt und einer unserer besten Außenverteidiger. Da möchte ich ungern unsere zweite Mannschaft schwächen. Kommen wir zur Verhandlung für Salah-Edin. 3,8 Millionen hätte gerne Ajax Amsterdam. Das ist mir natürlich etwas zu viel. Das werden wir mal versuchen auf 2,8 Millionen zu senken. Wir verhandeln mit Ajax. Ja, sie bleiben hartnäckig. 3,6 Millionen weiterhin. Ich werde nochmal verhandeln. Wenn sie ablehnen, dann ist das so. Dann können wir da auch nichts machen. Wir kommen uns nochmal auf 3,2 Millionen entgegen. Ja, okay, das können wir machen. Ich glaube, das sollte ausreichen. Barca bekommt sogar noch mal eine Ausbildungsentschädigung. Okay, er scheint aus der Jugendakademie nach Amsterdam gewechselt zu sein. Forderung wird akzeptiert. Haben noch 22 Millionen übrig. Wir verpflichten ihn ja gleich für die zweite Mannschaft bis 2030. Senken natürlich das Grundgehalt noch mal energisch auf 1,2 Millionen. Verhandeln mit ihm. 1,4 Millionen werden jetzt gefordert. Die nächste Runde ist 1,3 Millionen und Runde Nummer 3 bringt uns auf die geforderten 1,2 Millionen. Wir unterschreiben diesen Vertrag und haben damit einen neuen Außenverteidiger für die zweite Mannschaft verpflichtet.
und kommen jetzt zu Jean-Claire Todibaud. 11 Millionen fordert Chelsea. Wir werden den Vertrag so unterschreiben, wir können da eh nichts dran ändern. Eine Ausstiegsklausel ab 2027 wird gefordert in Höhe von 40 Millionen. Ja, ich denke, das können wir drin lassen. 17 Millionen sein aktueller Marktwert. Dann können wir uns eher auf die Vertragsdauer nochmal konzentrieren und auch auf das Grundgehalt. Das wollen wir natürlich massiv runterbekommen. 3,2 Millionen, ja, könnte ich bezahlen bis 2030. Wir werden mal verhandeln und schauen, wie er darauf reagiert. Ja, sehr schön. Grundgehalt kommt er uns schon auf 3,4 Millionen entgegen. Und ich denke, eine Verhandlungsrunde sollte dann noch ausreichen. Nein, er braucht noch eine und da haben wir es. Das Grundgehalt auf 3,2 Millionen und eine Budgetbelastung von 4,7 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt noch 4,6 Millionen für den defensiven Mittelfeldspieler. Ich hoffe, das reicht. Und Inter Mailand bietet für Ronald Araujo 44 Millionen Euro. Das ist natürlich ein richtig gutes Angebot für unseren Innenverteidiger. Und auch ein sehr verlockendes Angebot. Aber ich denke, ich werde ablehnen. Ronald Araujo ist so der beste Innenverteidiger, den wir haben, mit 12,1. Und ja, es ist wirklich verlockend, aber ich denke, wir werden ihn noch versuchen zu halten. 3 Jahre Laufzeit hat sein Vertrag noch. Wir schauen mal, er hat keine Ablöse, keine Ausstiegsklausel. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir können bestimmen, wann er den Verein verlassen wird. Und daher lehne ich dieses Angebot noch ab, auch wenn es wirklich sehr verlockend ist. Aber wir brauchen ihn auf jeden Fall noch in unserer Mannschaft. Sturm Graz möchte gerne 4 Millionen Ablöse haben für Rudi Urrea. Das ist mir natürlich deutlich zu teuer. Auch hier versuchen wir runterzugehen auf 2,6 Millionen. Das wäre fair. Dann hätten wir noch 2 Millionen für sein Gehalt. Wir schauen mal, wie Sturm Graz darauf reagiert. Die kommen uns auf 3 Millionen schon entgegen. Aber ich werde nochmal verhandeln. Die 400.000 möchte ich gerne noch sparen. Es ist mir einfach ja, zu eng jetzt mit dem Restbudget. Und da haben wir sie, die 2,6 Millionen für Rudi Urrea werden akzeptiert von Sturm Graz, sehr schön. Auch hier geht nochmal eine Ausbildungsentschädigung nach Frankreich, Giron de Bordeaux bekommt noch etwas und auch Porto Alegre, sehr interessant. Wir unterschreiben erstmal die Ablöseverhandlung und kommen jetzt nochmal zum Budget, zum Gehalt. Wir stecken ihn natürlich sofort in die zweite Mannschaft und hier werden wir natürlich das Grundgehalt auch wieder deutlich senken. Ich denke, 1 Million ist fair. Dann hätten wir noch 500.000 Restbudget. Nicht viel, aber ja, es ist ja erstmal nichts weiter eingeplant. Das Grundgehalt kriegen wir runter auf 1,2 Millionen. Da haben wir die Millionen, die wir angesetzt haben, unterschreiben den Vertrag und haben noch ein kümmerliches Restbudget von 577.000. Aber ich denke, für die Zukunft haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal gut vorgesorgt. Kommen wir zur Auslosung der Champions League. Die erste Gruppenphase. Gruppe A besteht aus Real Madrid, Neapel, Dinamo Zagreb und Stade Rennes. Sehr interessante Gruppe. Aber ich denke, Real Madrid und Neapel sind die Favoriten. Gruppe B besteht aus Juventus Turin, Leeds United, Olympiakos Piraeus und dem FC Midland. Auch hier eine sehr interessante Gruppe. Gruppe C aus Bayern München, Benfica Lissabon, FC Villarreal und AEK Athen gebildet. Auch eine starke Gruppe, aber ich denke, die Bayern sind hier wieder mal Favorit. Gruppe D besteht aus dem FC Porto, Everton FC und Eintracht Frankfurt und als letztes noch Viktoria Pilsen. Gruppe E startet mit Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, FC Brügge und als letztes noch Aarhus GF. Auch hier denke ich, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund sind die Favoriten. Gruppe F, Atletico Madrid, Manchester City, Lazio Rom und die Young Boys aus Bern. Auch hier eine Top-Gruppe, 3 starke Vereine in einem Topf. Gruppe G, ja, Liverpool wieder mal als Favorit, Real Sociedad, Dynamo Kiew und Lille in einer Gruppe. Auch hier wird es spannend. Und wir kommen in die Gruppe H, Paris Saint-Germain, Alemannia Aachen, Udine Calcio und Guimarães aus Portugal. Ja, hier haben wir auch gute Chancen. Paris ist natürlich so der Knackpunkt, da war, ja, muss man nicht mit Punkten rechnen, vielleicht mal ein Unentschieden erreichen, natürlich versuchen auch zu gewinnen. Aber wichtiger wird es sein, gegen Udine und gegen Guimarães die Punkte zu holen und dann als Gruppenzweiter
vielleicht in die Hauptrunde einzuziehen. Kommen wir nun zum zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir sind angekommen in Düsseldorf. Schauen auf die Stärke von Düsseldorf. 109 nur, okay. 120 für uns. Schauen wir auf die Startelf der Düsseldorfer. Sehr defensiv. Zwei Stürmer, Dreier Mittelfeld, Fünfer Abwehrkette. Und immer noch Adeyemi natürlich, einer unserer Spieler, den wir gerne gehabt hätten. Aber leider konnten wir uns mit ihm nicht auf einen Vertrag einigen. Wir werden beginnen mit Stan Kremers im Tor, Miranda Araujo Bono, Hakimi in der Verteidigung, Guendouzi im defensiven Mittelfeld, Valverde neben Wulauk im zentralen Mittelfeld, Balze Ketteler im offensiven Mittelfeld und Kolouris stürmt heute neben Evan Nilsson. Schauen wir mal, was bei uns so zu Hause bleibt. Agumi kommt nicht mit, genauso wie Mercedin, Hefti und Logan Pai bleiben zu Hause. Unsere Neuverpflichtung, Jean-Claire Todibo, hat es sofort auf die Ersatzbank geschafft. Ich denke, da fehlt einfach noch ein bisschen der Zusammenhalt, noch ein bisschen die Annäherung an die Mannschaft. Da kann man verstehen, dass er nicht von Beginn an eingesetzt wird. Freddy Drew bleibt auch auf der Bank. Das ist nicht unverständlich. Auch ihn würde ich dann vielleicht zum Laufe der Saison in die zweite Mannschaft versetzen. Wir haben ja dort noch einen jungen, neuen Stürmer geholt, der dann gegebenenfalls wechseln wird in die erste. Mal schauen, was sich so alles ergibt. Die allgemeine Taktik bleibt gleich. Keine Änderungen bei uns vorgesehen. Dann nochmal die Übersicht über die Marktwerte. 82,5 Millionen stehen für Düsseldorf auf dem Platz. 287 Millionen für Aachen. Auch mehr Länderspiele für Aachen. Dafür natürlich mehr, bisschen mehr an Ligaspielen bei Düsseldorf. Aber wir haben ja auch einige neue in der Mannschaft, die noch nicht so oft in ihrem Verein gespielt haben. Den Einsatz lassen wir bei Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Da es heute ein kleines Derby ist, wollen wir natürlich ein bisschen den Fokus auch darauf lenken. Mal schauen, was wir da nehmen können. Die Eltern könnten stolz auf sich sein. Ich glaube, das wäre zu übertrieben, 5 Punkte einzusetzen. Das wäre zu viel. Wir sagen mal, ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Wir wollen natürlich den Fokus nicht zu sehr darauf setzen. Aber die Wirksamkeit, gutes Drittel sollte eigentlich ausreichen. Schauen wir mal, welchem Spieler wir heute nochmal etwas Besonderes sagen könnten. Vielleicht einem unserer Stürmer. Kolouris spielt heute von Beginn an. Das wird heute dein Tag. Drücken wir ihm dafür die Daumen. Kommen wir nun zum zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. 56.600 Zuschauer kommen in die Düsseldorfer Arena. Ausverkauftes Stadion. Düsseldorf, der aktuelle Tabellenzweite, gegen Aachen, den Tabellensechsten. Und Christoph Janke ist der Schiedsrichter, der diese Partie leiten wird. Los geht's. Spiel ist angepfiffen. Die erste Möglichkeit sofort für Aachen. Ecke in der ersten Minute. Hakimi wird sie ausführen, bringt sie in den Strafraum zu Bono. Dropkick vom Fünfer-Eck, aber leider über das Tor. Schade, das wäre es gewesen. Erste Chance, erste Minute, erstes Tor. Klarer Ballbesitz auch für Aachen, aber noch nichts Verwertbares. Jetzt ein neuer Angriff, 11. Minute, Miranda auf Valverde, passt rüber auf die Kette leer. Er spielt nochmal auf Guendouzi, die Flanke geht rüber zu Kolouris. Aber Kastenmeier fliegt und packt sicher zu und leitet mit einem weiten Abschlag nach vorne auf Bondarenko den Konter ein. Adeyemi schießt aufs Tor aus gut 11-12 Metern, aber leider dran vorbei. Ja, Adeyemi zeigt, dass er es wert wäre, für Aachen zu spielen. Möchte sich hier wahrscheinlich nochmal profilieren. Aachen, momentan kommt nicht viel. 2 Chancen für Aachen, 1 Chance für Düsseldorf. Ballbesitz immer noch kleines Plus für Aachen, aber keine Chancen. Das ist hier etwas verwunderlich. Die beiden Mannschaften egalisieren sich etwas. Fans von Düsseldorf pushen ihre Mannschaft jetzt nach vorne. Wollen, dass mehr kommt von den Düsseldorfern und sie kommen in der 39. Minute. Freistoß durch Chor in den Strafraum auf Adeyemi, Flugkopfball, aber weit über das Tor. Ja, 2. Chance für Düsseldorf jetzt auch und auch ausgeglichener Ballbesitz für beide Mannschaften, 50-50. Das ist etwas ärgerlich und es geht mit 0-0 in die Halbzeitpause. Ein schwaches Spiel, das eigentlich nur besser werden kann. Ja, auf jeden Fall, wir schauen mal auf die Noten. Miranda noch mit der Beste, 2,5. Ja, aber die Offensive mit 4,0 natürlich heute richtig, richtig schwach. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Miranda, sagen wir dennoch, du spielst gut, 2,5, eigentlich eine gute Note.
Wir sagen das zur Halbzeitansprache und Miranda fand seine Leistung besser als nur gut. Okay. Aber was soll's. Zweite Halbzeit läuft, 48. Minute, unverändert geht's weiter, weil Werder auf Kolure ist. Aber der Schuss von der Strafraumecke geht wieder am Tor vorbei. Weiterhin 0 zu 0, 50 Minuten sind schon um. Erst eine Verwarnung auch für Düsseldorf. Jetzt eine Verwarnung für Aachen, 58. Minute. Und wir werden so langsam mal drüber nachdenken, frische Kräfte in die Partie zu bringen. Düsseldorf kommt jetzt in der 61. Minute, Bait auf Ampoma. Passt rüber auf Borneau, der den Ball abfangen kann und dann souverän klärt. Er passt den Ball rüber zu Miranda, der leitet einen Pass auf Borneau, den Konter für Aachen ein. Hakimi mit weiten Pass rüber auf Gendouzi, der dribbelt von der Seite in den Strafraum, Hereingabe zu Kolouris, weiter nochmal auf Ivan Nilsson, aber wieder am Tor vorbei. Nächste Möglichkeit vertan. Freistoß jetzt für Aachen, 64. Minute, Valverde. Direkt aufs Tor? Nein, er passt auf Araujo, der spielt nochmal rüber auf Borneau. Pass auf Kolouris, weiter auf Ivan Nilsson und aus 4 Metern dann knapp am Tor vorbei. Aachen übernimmt so ein bisschen wieder die Führungsspitze hier. 70 Minuten sind gespielt, 71. Aachen wieder im Angriff. Hakimi auf Valverde, weiter Pass rüber auf Gendouzi, der dribbelt Richtung Strafraum, dringt ein. Spielt den Ball auf Ivan Nilsson, der nochmal auf Kolouris und aus 5 Metern direkt auf Kastenmeier, der kein Problem hat, den Ball festzuhalten. 72. Minute, direkter Freistoß von Düsseldorf und Dominik Kohr macht das 1 zu 0 für die Düsseldorfer in der 72. Minute. Ja, recht unverdient die Führung, aber sie ist halt da und wir müssen darauf jetzt reagieren. Unser Co-Trainer schlägt auch vor, Aberdeen Goodrich für Kolouris einzuwechseln. Das werden wir auch machen. Wir bringen Aberdeen Goodrich in die Partie. Dann schauen wir mal, was wir noch wechseln können. Willock und Valverde heute absolut nicht in Topform. Bellingham kommt für Willock in die Partie und Jakub Jankto für Valverde. Auch bringen wir Lanzana. Ja, Lanzana müssen wir bringen für Gendouzi. Und so werden wir die Partie erstmal zu Ende gehen lassen. Einen Wechsel hätten wir noch übrig. Wir schauen mal, in der Verteidigung ist nur Hakimi heute nicht ganz so gut. Ja, da könnten wir nochmal Tanganga bringen, aber ich denke, wir lassen Hakimi nochmal zu Ende spielen. Angriff für Düsseldorf, 78. Minute. Itter spielt ab auf Dele Bashiru, weiter auf Ampoma. Pass auf Kohr und dann steht leider Cordoba für Düsseldorf im Abseits. Chance vertan. Kann Aachen nochmal reagieren. 79. wieder ein Freistoß für Düsseldorf. Kohr wieder, passt aber den Ball auf Santiago. Flanke rüber auf Kovnacki. Aber Kremers wehrt den Ball ab an den Innenpfosten und Borneau kann die Gefahr beseitigen. Passt den Ball zu Araujo, der zu Miranda. Konter jetzt für Aachen. 79. Minute weiterhin. Miranda geht in Richtung Düsseldorfer Strafraum, dribbelt rein, dribbelt weiter nach außen, bringt den Querpass rüber auf Aberdeen Goodrich, der in Position schießt aus 4 Metern. Aber Kastenmeier hält den Ball fest und leitet mit einem Abwurf auf Santiago den Konter wieder für Düsseldorf ein. Jetzt Angriff für Düsseldorf, weiterhin 79. Minute, Santiago schon im Strafraum von Aachen, Ball auf Adeyemi, aber der geht dann am Tor vorbei, der Schuss. Ja, Düsseldorf weiterhin mit 1-0 Führung, kann Aachen hier nochmal reagieren, werden wir es noch schaffen, ein Tor zu erzielen. 90 Minuten sind um, Nachspielzeit läuft, es sieht nicht danach aus, dass Aachen hier nochmal reagieren kann. Nein, es bleibt beim 1-0 für Düsseldorf, zweiter Spieltag. Erste Niederlage für Alemannia Aachen und ich muss auch sagen, am Ende nicht ganz unverdient. Schauen wir auf die Tabelle des zweiten Spieltags der Fußball-Bundesliga. Bayern München weiterhin Tabellenführer mit Fortuna Düsseldorf, Hamburger Sportverein und dem 1. FC Köln. Alle vier Mannschaften mit jeweils 6 Punkten. Dahinter folgen auf Platz 5 Leipzig, Werder Bremen auf Platz 6 und Gladbach auf Platz 7, allesamt mit 4 Punkten. Aachen nur noch 10. mit jetzt 3 Punkten und 2:2 Toren. Am Ende der Tabelle von Platz 15 bis 18 allesamt noch ohne Spiel- oder Punktgewinn. Greuther Fürth auf 18, Hertha auf 17, Wolfsburg auf 16 und Heidenheim auf Platz 15. Die Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt: Leipzig gewinnt 3:0 gegen Greuther Fürth, Leverkusen 3:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt, Heidenheim verliert 1:2 gegen Bayern München, Wolfsburg 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach, Hertha 0:2 gegen den 1. FC Köln, Dortmund gewinnt 4:0 gegen Mainz, Hoffenheim 0:1 Niederlage gegen den Hamburger Sportverein,
Werder Bremen 2:2 gegen Union Berlin und wie gesehen Düsseldorf 1:0 Sieger gegen Alemannia Aachen. Der Kicker schreibt zu unserer Partie: Dick van Dijk hat gute Arbeit geleistet, das Team hat stark gespielt und der Wert verdiente Tore zeigt an, dass bei normaler Chancenauswertung das Ergebnis anders ausgesehen hätte. Ja, leider konnten wir dieses Mal kein Tor erzielen und auch keinen Punkt mit nach Hause nehmen. Ich würde mal sagen, es liegt auch an Florian Kastenmeier, der es geschafft hat, in die Elf des Tages einzuziehen für Fortuna Düsseldorf. Er hat uns ja einfach die Chancen, die wir hatten, vereitelt. Aber so ist das nun mal. So ist das einfach im Bundesliga-Geschäft. Mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Dennoch hat es Sebastian Bonneau geschafft in die Elf des Tages. Ein Innenverteidiger hat es geschafft und das zeigt ja auch, dass wir eigentlich ganz gut gespielt haben, aber es haben einfach vorne die Tore gefehlt. Schauen wir auf den Teamfortschritt. Gute Fortschritte bei unseren Spielern und wir sehen auch, dass Odibo kurz davor ist, den Zweikampf noch zu verbessern. Sehr schön. Dann haben wir natürlich viel wichtiger für uns den Aufschritt der Stufe, den Fortschritt. Remas macht gute Fortschritte, auch Bonneau wieder mit dabei, ebenso Gendouzi dieses Mal. Kleines bisschen bei Kuluris, auch Vitale wieder mit kleinem Plus, sehr schön. Todibo, ja, gerade noch am Anfang im ersten Drittel schon durchgearbeitet, Richtung Stufe 12. Sehr schön, der entwickelt sich bestimmt auch noch in den nächsten Jahren sehr gut. Nochmal ein verbessertes Angebot für Leon Gedicke von Port Vale. Das werden wir aber ablehnen. 750.000 sind mir immer noch deutlich zu wenig. Dann bekommen wir die Möglichkeit, Dimitriou von Düdlingen zu verpflichten. Ein Verein aus Luxemburg. 300.000 wird gefordert. 1 Million ist der Marktwert. Aber wir haben ja nur noch knapp 500.000. Ich denke auch nicht, dass wir am Deadline Day großartig zuschlagen können. Außer es werden ein oder der andere Spieler von uns auch gekauft. Mal schauen, wie da so die Angebote sind. Wir sehen noch, das Interesse für Lanzana ist erloschen von den Wolverhampton Wanderers. Das ist natürlich sehr gut. Da wird erstmal für ihn kein neues Angebot nachrücken. Schauen wir nochmal auf die Transfers, die letzten in der Bundesliga. Unsere Verpflichtung von Todibo natürlich die Top-Verpflichtung dieser Woche. Aber ansonsten, Union gibt nochmal 2 Spieler ab, Gladbach kauft nochmal einen neuen Torhüter und Heidenheim gibt auch nochmal einen offensiven Mittelfeldspieler ab zu CD Everton. Sehr interessant, okay. Wolfsburg verlängert nochmal seinen Vertrag mit Kevin Babu und Union verlängert nochmal mit Abdoulaye seinen Vertrag. Kommen wir nun zum Deadline Day, zum Abschluss dieser Woche. Jakub Jankto erhält nochmal ein Angebot von 6 Millionen von Espanyol Barcelona. Das werde ich aber ablehnen. Er ist kurz davor, eine Stufe zu erhöhen. Und das würde natürlich auch den Marktwert deutlich erhöhen. Ein Innenverteidiger, 29 Jahre alt, wird nochmal angeboten. 160.000 Ablöse ist nicht viel, aber wir haben gar kein Geld. Wir werden hier mal die Gespräche mit Jakub Jankto ablehnen. Auch Silvan Hefti werden wir nicht abgeben für 5,5 Millionen, definitiv nicht. Miranda erhält nochmal ein Angebot von West Ham United, auch hier werden wir ablehnen. Samuel Vitale erhält ein Angebot von Malaga, aber auch hier werden wir nicht zuschlagen. Ich glaube, wir lassen die Zeit einfach durchlaufen. Wir werden keinen Spieler verpflichten können, wir haben gar nicht das Geld dafür. 577.000 stehen uns nur noch zur Verfügung. Und ansonsten gibt es ja auch kein Angebot, wo wir sagen würden, yes, den könnten wir loswerden. Leider nicht. So geht der Deadline Day für uns zu Ende, ohne dass irgendein Transfer noch getätigt wurde. So, und mit dieser Niederlage gegen Düsseldorf endet die Folge. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Mir bleibt wie immer am Ende nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.